Wir müssen uns gegen diesen Wahnsinn wehren. Unseren Kindern zuliebe schon. Und für die Zukunft, für die Menschheit. Verzweifelter Kampf in Fukushima. Gut 3 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Japan tritt aus dem havarierenden Atomkraftwerk radioaktives Wasser aus, direkt in den Pazifik. Am Leitungssystem des Reaktorgebäudes 2 ist ein Riss. Mitarbeiter wollen das jetzt mit Beton schließen. Nun will der Reaktorbetreiber mit Hilfe eines Färbemittels dem Leck auf die Spur kommen. Ein Regierungssprecher warnte unterdessen, es könne noch Monate dauern, bevor der Austritt von Radioaktivität gestoppt oder vollständig gestoppt sei. Die Lage bleibt weiterhin gefährlich, auch wenn viele Japaner das offenbar verdrängen. Der Kraftwerkbetreiber will nun 11.500 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser wieder ins Meer leiten. Die langfristigen Folgen für die Umwelt sind nicht abzusehen. In Tokio ist auf den ersten Blick nichts von der Angst von einer radioaktiven Wolke zu spüren. Die Menschen feiern wie jedes Jahr die traditionelle Kirschblüte. Zahlreiche Ausländer haben Japan in den vergangenen Wochen verlassen, aus Furcht vor einer drohenden Verstrahlung. Diejenigen, die jetzt noch da sind, versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich versuche, meiner Familie zu erklären, dass alles prima ist, anders als die Medien behaupten. Das Leben ist wie vorher. Ich war schon mehrfach in Japan und nichts hat sich geändert. Im Vergleich zu früher sind nur noch halb so viele Franzosen da. Normalerweise sind bei unseren Picknicks die Hälfte Franzosen, aber heute sind es nur 4 und etwa 40 Japaner. Das sagt eine Menge über die Lage. Unter dem Motto "Ausgestrahlt, ein Bündnis für eine atomfreie Zukunft" haben sich Leute zusammengefunden und der Mahnwache einen Namen gegeben. Wir sind ein partei- und generationsübergreifendes Bündnis und werden in Aran auf dem Marktplatz die Mahnwache jeden Montag vor dem Rathaus abhalten.